Eieiei, hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video aus Dorsten, aus unserer schönen Halle, trockenen Halle vor allem. Ihr habt es gerade gesehen, das Auto ist erstmal richtig schön trocken gemacht, richtig schön sauber. Die ganze Feuchtigkeit, das ganze Wasser weggeblasen mit dem Blaster. Ihr hört es auch wahrscheinlich, hier ist immer noch ordentlich am Regnen. Hab hier auch schon schön Regenjäckchen nass und ach ja. Ja, Wagen ist gewaschen. Wagen kommt aus Hamburg. Genau, der Christian hat mir gebracht. Der Christian war vor einem Jahr oder so schon mal beim Ronny. Video blende ich euch hier irgendwo ein. Dann musste mal was nachlackiert werden. Dann hat der Lackierer sich gedacht, ich pack mal die Rote aus. Ja, hat ordentlich ins Klo gegriffen, hat so richtig verkackt, sag ich mal. Zeige ich euch jetzt gleich mal, da der Ronny gerade bei sich am Umbauen ist. Hat der Christian sich dann gesagt, Autofahren macht Spaß. Von Düsseldorf aus bin ich auch noch nie geflogen. Kommen wir nochmal vorbei. Ja, hier ist er jetzt. Ist ein Porsche 993 Uni Schwarz. Richtig cooles Auto, gefällt mir wirklich sehr, sehr schön. Lacktechnisch gefällt er mir so gar nicht. Warum, wieso, weshalb, zeige ich euch jetzt gleich mal eben. Kurz entschuldigen wollte ich mich auch noch für die letzten zwei Videos. Da ging es ja nicht richtig, oder da ging es ja ehrlich gesagt so kaum ums Detailing. Darum auch der Titel oben. Endlich wieder Detailing, so richtig Detailing mal wieder. Die letzten beiden Videos waren ja mehr so Felgen montieren, Heckflügel anschrauben, zur S-Motorshow fahren. Das hat jetzt alles ein Ende. S-Motorshow endet an diesem Wochenende. Gestern war Nikolaus. Samstag ist sie, glaube ich, vorbei, die Show. Jetzt geht es wieder wirklich ums Fahrzeug polieren, ums Detailing, um Fahrzeuge noch schöner machen. Nicht mehr ums Tuning. Sorry auf jeden Fall nochmal dafür. Ich zeige euch mal das Auto. Katastrophe. Also Uni-Schwarz ist halt so eine Farbe, aber das hier geht gar nicht. Also darum hat der Christian mich auch aufgesucht oder hat den weiten Weg auf sich genommen. Ich hoffe, er sitzt jetzt schon wohlbehütet im Flieger, sag ich mal. Also ist schon echt eine krasse Nummer hier, ist schon echt übel. Ist schon krass. Hier auch nochmal eben so, ja, das ist echt, boah. Da werde ich jetzt mal versuchen, alles wieder schön zu kriegen. Also was heißt versuchen, das werde ich wieder alles schön kriegen, klaro. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, mit wie viel Aufwand, womit und wie und ja. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wisst ihr ja immer. Also ist krass, oder? Oder was sagt ihr? Also habt ihr wahrscheinlich seltener hier gesehen bei Videos von mir oder von uns. Ja gut, ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich übel, ist mega übel, sieht mega kacke aus. Ich habe aber schon was vorbereitet, wie man immer so schön sagt. Moment. So, ich hatte ja vermutet oder beziehungsweise habe jetzt den einen Step durch mit der Menserna 3.8 war es, glaube ich, genau. Ergebnis zeige ich euch jetzt mal. Ja, ich zeige es euch einfach mal eben. So. Das war vorher, Lackzustand vorher. Hier, absolute Katastrophe. Das ist jetzt Lackzustand hinterher. Ich hoffe, ihr seht's. Hier sind immer noch da, sind immer noch tiefe Kratzer drin. Das habe ich hier ganz extrem. Da, seht ihr's? Da. Müsste da, ja, ein bisschen schwierig im Fokus, aber da seht ihr das alles. Das ist so nicht geplant gewesen, das gefällt mir so auch nicht. Da, guck mal, wunderschön. Also nicht wunderschön, also der Übergang hier natürlich, wenn man guckt. Der ist nicht so toll, nach hier natürlich auch ein meilenweiter Unterschied. Aber ich sag euch jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade mit dem Christian gesprochen, mit dem Besitzer. Habe ihm hier mal eben so geschildert, was hier so abging, wie es so aussieht. Und wir sind da die gleiche Meinung oder zur gleichen Meinung gekommen. Er ist jetzt nicht aus Hamburg hier hingekommen für einmal One-Step. Wenn noch Kratzer drin sind, natürlich war der Plan vorher ein One-Step und danach sieht er tutti aus. Sieht er natürlich jetzt leider nicht. Jetzt ist natürlich, jetzt haben wir abgesprochen, hier wird jetzt doch ein Two-Step gefahren, nochmal. Und dann kommt das Duraflex drauf. Two-Step heißt natürlich Mikrofaser, volle Programm.
sind wir natürlich auch wieder in einer ganz anderen Preisregion, aber er sagte, ist okay, mach, sieh zu, dass er wieder vernünftig aussieht. Klaro, mache ich natürlich, schöne Herausforderung. Ist natürlich jetzt auch für mich zeitlich was ganz, ganz anderes. Ich hatte natürlich geplant, euch viel mehr zu zeigen. Ich denke, ich werde jetzt abkleben, zumindest den vorderen Bereich schon mal. Vielleicht filme ich das auch, vielleicht auch nicht. Seid mir jetzt nicht böse, ihr werdet noch genug sehen. Aber halt, ich gehe nicht mehr so mega ins Detail, denke ich mal. Two-Step, wisst ihr ja, ist eine Menge Arbeit, braucht man Menge Zeit für. Ja, werde ich jetzt hier erstmal in der Mitte anfangen. Und dann werde ich es euch nochmal zeigen. Genau, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich werde jetzt erstmal die Maschinen klar machen, werde mir wieder Mucke auf die Kopfhörer hauen und dann geht's hier weiter. Nicht lang schnacken, Poliermaschine in der Hand. Alles klar, dann wir sehen uns dann später. So, ich habe euch jetzt hier mal eben gezeigt, Vergleich hier vorne zwischen hier. Hier habe ich jetzt gerade schon poliert, hier noch nicht. Vergesst bitte nicht, ich habe mit Mikrofaserpad poliert. Das heißt, ihr seht auf dem Lack immer noch ein Haze, also dieser blaue Schleier. Also das Licht reflektiert nicht ganz klar. Und ihr seht auch noch kleine Schleifspuren, diese feinen Kratzer, sage ich jetzt mal. Wenn da nachher nochmal Finish poliert wurde, seht ihr ein richtig scharfes Lackbild. Also seht ihr wirklich schwarzen, spiegelnden Lack. Ich werde morgen mal vielleicht eine Stelle vorher schon mal polieren. Vielleicht die komplette Front einmal fertig machen und dann die Türen, dass ihr wirklich mal den Unterschied seht zwischen fertig und Katastrophe. Also Motorhaube habe ich jetzt hier schon mit Mikrofaser einmal abgezogen. Hier vorne habe ich jetzt schon abgezogen. Ja, ist jetzt mir ehrlich gesagt zu spät, um jetzt hier noch weiterzumachen. Morgen früh geht's weiter.
fertig mit dem Schleifen, also mit dem groben Poliergang, mit dem Mikrofaserpads und mit der Menzerne FG400 bin ich jetzt durch. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum hier noch ein bisschen Politurreste sind, die Menzerne FG400, die ging recht schwer runter, die hat auch ein bisschen geschmiert. Darum habe ich jetzt immer eine Minute auf zwei oder zwei, drei Politurfelder weiter gewartet und nehme die dann danach ab. Geht dann um Vielfaches einfacher, also nur noch mal als kleiner Tipp nebenbei. So, mit dem Polieren bin ich durch. Mit dem Mikrofaserpad und mit der FG400, dann kann ich jetzt eigentlich auch beginnen mit der Finish-Politur. Ich habe euch hier aber erstmal nochmal eben die Waffen, sage ich jetzt mal, hingelegt. Kleine Rups, große Rups, Hybrid, alle hier mit Mikrofaser und hier mit der FG400. Sieht dann danach auch, wie gesagt, so aus. Also defektfrei ist es, halt nur viele Schleifspuren drin. Aber das ist normal, wenn man mit den Mikrofaserpads arbeitet. Kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr den Kanal länger verfolgt. Aber die werden wir jetzt mit einer Finish-Politur, werden wir die Schleifspuren jetzt entfernen. Genau. Vielleicht fange ich hier auf der Motorhaube direkt mal an. So, bevor es jetzt hier ans Surfaces Ultima geht, zeige ich euch nochmal eben den Lack. Entfettet habe ich jetzt gerade, muss ich nur mal eben schauen, wo die Lampe ist. Okay. Also Uni-Schwarz ist nice, entfettet noch nicer. Guck mal hier. Ihr seht nichts, ne? Genau, so soll es auch sein. Keine Kratzer, kein gar nichts mehr. Genau wie hier auch nichts. Perfekt. So, dann packe ich jetzt mal hier die Versiegelung aus. Mach mich bereit und werde dann versiegeln. Gucken, ob er dabei vielleicht zuguckt oder auch nicht. Müssen wir mal schauen. Sonst seht ihr dann gleich das fertige Fahrzeug. Genau, was ich noch machen muss. Klebeband überall hier ab. Da. Alles noch Klebeband dran, das kommt noch ab. Einstiege, Ritzen und sowas, alles werden gereinigt. Felgen nochmal schön sauber machen und dann sind wir durch, würde ich sagen.
Versiegelt, fertig. Und jetzt schaut euch das mal bitte an. Schaut einfach mal. Also, geiler geht's doch kaum, oder? Ich werde jetzt noch die Scheinwerfer einsetzen. Die werde ich aber vorher noch sauber machen. Da hat nämlich irgendjemand mal poliert, wenn ihr da die Ränder seht. Da. Ich habe sie rausgenommen, aber der davor wohl nicht und hat sie ganz versaut. Werde ich jetzt noch ein bisschen ändern. Schön machen und dann gehen die Scheinwerfer rein, Klebeband ab, Felgen noch einmal putzen und dann fertig. Ist doch mega geil, oder? Das war's, der 9 und 3 ist fertig. Ich bin fertig. Bilder habe ich euch gezeigt, beziehungsweise wie er aussieht, habe ich euch gerade dann gezeigt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mal rein, warum. Diesmal ging es dann wieder wirklich ums Detailing. Ich habe euch jetzt Polieren mit den Mikrofaserpads gezeigt. Das war ja der erste Schritt. Dann ging es weiter mit dem Finish-Polieren, mit der Mensena 3800. Und zum Schluss kam nochmal Surfaces Ultima drauf. Genau. Und das Resultat habt ihr davon jetzt gerade gesehen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Lack war ab und zu beim Versiegeln etwas zickig, aber naja gut.
Hat aber alles funktioniert und der Besitzer holt ihn morgen oder übermorgen wieder ab. Der müsste überglücklich sein. Also wirklich richtig, richtig, also der knallt bis zum geht nicht mehr. Ich habe euch auch mit der Lampe noch gezeigt, wie der Lack aussieht. Ist ja auch super, da ist ja gar nichts mehr drin. Ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht schreibt der Besitzer auch noch was drunter, weiß ich nicht. Sonst wünsche ich euch dann ein schönes Wochenende, schöne Woche. Ich mache jetzt Feierabend und wir sehen uns. Ciao!